So Leute, willkommen zurück zu Back to the Classics, hier bei Wolf bei der RP, Let's Plays mit Biss. Ha, diesmal habe ich es gesagt. Da ist er wieder, da ist er wieder! Im gefluteten Schloss mit der komischen Musik und ganz ehrlich, ich wünsche mir hier eine Feuerblume. Das Comeback des Jahres, freut euch schon im Jahresrückblick auf die Analyse. Springende Fische, ne? Mein Albtraum. Springende Fische. Wenigstens keine fliegenden. Nur fast. So hoch wie die springen, zählt das schon als Fliegen. Ja, ich meine, da kann man ein Argument machen, ja, das ist wahr. Du springst aus dem Wasser, um den Fisch noch zu kriegen? Das war jetzt nicht wirklich das Gelbe vom Ei. Not the yellow from the egg. Genau. Ich glaube, ich weiß, wo sich noch ein Pilz befindet. Und ich glaube, ich hole ihn mir. Oh ja, das kann gut sein, dass da einer ist. Ja, da ist er doch. So, jetzt muss ich bloß an dem Kollegen hier anständig vorbeikommen. Sonst hat sich's ausgepilzt. Aber das hat er sich nicht. Michael Ario hier wieder ganz schön souverän, wie wir es von ihm kennen. Das ist auf jeden Fall wieder ein Free-Hit, den wir hier haben. Und das kann Gold wert sein in einem überfluteten Schloss. Das sah schön aus. Auf, komm, Fischi, nimm ihn doch mit, dankeschön. Das ist ein Delfin. Ja, kennt ihr ja. Übrigens alle die Versionsunterschiede zwischen der japanischen und der restlichen Welt von Super Mario World? In der japanischen Version kann Yoshi Delfine essen. Ich weiß, dass die japanische Version japanisch ist. Ja, aber in der japanischen Version kann Yoshi tatsächlich die Delfine essen. Und in der restlichen nicht, oder was? Ja. Das denn für eine Wurst? Ja, das war im Bezug auf Walfang. Oh mein Gott. Wie soll man auch hier durchkommen? Ja, ganz ehrlich, da muss man sich doch durchtanken. Und wie soll ich da bitte rankommen? Das ist eine sehr gute Frage. Oh, was für schon? Nee, da geht's doch bestimmt bloß in den nächsten Abschnitt. Kann mir doch keiner erzählen, dass das eine Bosstür ist. Ich hab's doch gewusst. Oh, Schreck. Oh, da ist der Halfway Point. Der ist aber ganz schön böse versteckt. Wie soll man jetzt dann... Siehst du da diesen Fragezeichenblock? Ja, die sind hier, glaube ich, einfach nur Deko. Oh Gott. Star Wars, oh mein Gott, was ist das denn hier? Oh je, da kommen hier noch Torpedos. Ah! Ich weiß, wie es gedacht ist. Ach so, die kann ich gar nicht mitnehmen. Ich dachte, das wären die blauen Blöcke, die man hier mitnehmen soll, um da durchzuschwimmen. Aber nein, das soll man so machen. Ohne blaue Blöcke, ohne alles. Ach so. Ah, so ist das gedacht. Das ist natürlich klug. Und das ist kulant, dass man da vor der Stelle nochmal einen Pilz kriegt. Vor allen Dingen, du musst dich jetzt nicht an dem Fieder vorbeiquälen, das heißt, du kannst ihn behalten. Zumindest, wenn ihn dir der Fisch nicht abnimmt. Komm, das machen wir jetzt ganz souverän. So, an der letzten Hürde noch kurz gestolpert. Uiuiuiuiui. So, schnell am Chuck vorbei. Okay. Ich krieg das hier gebacken. Nein. Aber das Schloss ist machbar. Ich möchte gar nicht wissen, was das für ein Boss ist. Ich möchte es auch nicht wissen. Ich hätte aber ehrlich auch gar keine Idee, wen man da hinstellen könnte. Und vor allen Dingen, wenn der unter Wasser ist, ne? Dann ist für mich vorbei. Boss unter Wasser. Oh, super. Hab ich super hingekriegt. Ach, kommst du durch. Schaffst du. Komm. Oder auch nicht. Ich befürchte ja, es wird der deutsche Koopa sein.
Ludwig van Cooper. Ludwig van Cooper, ja. Wann ist ja holländisch? Boing und rein da. So, jetzt mache ich einfach alles genauso, wie ich es gerade gemacht habe, und dann sollte ich keine Probleme haben. Richtig. Hier sehen Sie Ludwig von Iggy. Ludwig Ulrich von Iggy. Sehr easy. Sehr souverän bis zu jenem Zeitpunkt. Jetzt an den Stacheln vorbei. Wo soll ich jetzt lang? Jetzt muss er sich entscheiden, rechts. Ich war jetzt schon links. Ja, ist okay. Okay, das ist völlig Wumpe, wo ich lang gehe. Okay, bloß an dem Chuck weg. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache. Ich will nur nach oben. Da ist die Boss-Tür. Oh, da ist die Boss-Tür. Ah, Fische! Okay. So, jetzt muss ich den Boss in einem Versuch schaffen. Ich hatte recht, es ist Ludwig! Na, das bringt ja nichts. Was ist denn das für ein Quatsch? Das ist Lava hier. Wo kommt denn die her? Ich weiß nicht. Wenigstens gibt's bei dem Boss keine Gimmicks. Es gibt aber einen Bug tatsächlich. Was für einen? Es ist möglich, dass er versehentlich aus dem Bild springt und dann muss man einen Zyklus abwarten. Ja, toll. Und Pasch demonstriert es natürlich freimütig, wie er ist, auch sofort. Gott. Wie gut das... Los, jetzt hau ihn weg! Ja. Die alte Kröte. Und er hat es gerade gemacht. Luigi hat ein Level geschafft. Unglaublich. Du hast das Wasserschloss gelöst. Das ist natürlich das eine Schloss, was ich löse. Das sind aber viele Punkte, du. Na, okay, brich da einfach ab. Yippie! So, was kommt als nächstes? Ist jetzt die Frage. Ja, da darf Luigi auch mal ein Schloss kaputt machen. Water Spills. Frostbites. Aha, Ice Level. Och nee. Dann fehlt eigentlich noch die Lava-Welt. Dann haben wir alle durch, oder? Ja, dann haben wir, glaube ich, alle durch. Aber, obwohl, es könnte noch eine Himmelswelt geben. Ja, das stimmt. So, und Mario macht das Ganze jetzt weiter. Auf durch die Pipe. Oh, aber hey, wir haben jetzt, glaube ich, 19 Exits. Wenn ich dann das eine nochmal offline, offline spiele, mit den, dann sollten wir 20 Exits haben. Und warum kann man die Boxen so nicht hauen? The weather in this area is quite drastic. If you enter a pipe and come out, for all you know, this place might be frozen over. Aha. Okay, das heißt, wenn ich das Ganze zu einem Eislevel verwandeln oder was? Naja, ich gehe jetzt hier rein und jetzt ist hier alles zugeeist und ich kann hier drüber laufen. Bringt mir natürlich nichts, weil ohne Shell Jump komme ich da nicht rüber. Dann gehst du wieder rein. Solche Gimmicks hat man schon mal gesehen, finde ich aber immer wieder sehr, sehr schön. Ach so, so ist das gedacht. Finde ich wie immer ein sehr schönes Gimmick. Also, wie gesagt, man hat das schon mal gesehen, aber ich finde das sehr schön. Ja, das gefällt mir auch. Das war jetzt natürlich etwas blöd. Das wollte ich nicht. Vielleicht hätte der Koopas mir ja wieder runtergeschmissen. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre das hier ein netter Koopa gewesen. Hey Kumpel, du hast hier was verloren. Dankeschön. Ja, das gefällt mir, was man hier so erreichen muss. Ja, es ist thematisch auch sehr, sehr schön. Also das muss man dem Hack wirklich lassen. Seine Themen hat er wirklich einwandfrei durchgesetzt. So. Auch wenn die Musik nicht mehr so ganz das Nonplusultra ist. Ah. Okay, ich habe gerade herausgefunden, dass das kein netter Koopa ist. Auf keinen Fall. Ich bin so froh, dass wir ein Safe haben. Ja. Ja, ich weiß nicht. Wir waren ja schon an einem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, dieser Hack geht uns langsam ordentlich auf die Nüsse. Ja. Aber er hat sich wieder so ein bisschen gerettet. Also ja, das stimmt. Mag ich ihn wieder richtig. Das letzte, also das Dings war ja schwer, das andere Teil da. Bloß vorsichtig. Aber den Cooper habe ich umgelegt. Gut. Gut.
Hast du eine Rache gekriegt? Wenn ich sterbe, nehme ich jeden mit. Da, bitteschön, kriegst du noch ein Leben. Danke. Was ist denn los hier? Ich bin derjenige, der dir Leben gibt. Ich bin derjenige, der das Schloss geschafft hat. Ja, das. Du musst jetzt reisen, also. Es mag die Nervosität für die Prüfung morgen sein, aber. Verlier nicht nein, das. Nein! Okay, egal, warte. Ich hoffe, das kommt wieder zurück, wenn ich da wieder runtergehe. Hoffe ich ja auch. Ansonsten mache ich halt einfach Start Select. Ah ne, geht ja gar nicht. Oh. Wir haben das Level nicht geschafft. Bierwurst. So. So. Diesmal nehme ich ihn mit, anstatt ihn in den Äther zu schmeißen. So, und diesmal lasse ich ihn hier. Dann kümmere ich mich erstmal um diese blöden Schildkröten. So, schmeiß deine blöde Shell. So. Jetzt sind wir diesen Käse nämlich los. Kluge Strategie. Oh Gott, ist ja alles gefroren. Ja, wieso halt ist denn da noch. Wieso ist denn. Oh, da ist ja ein P-Switch. Ja, da kommt man nicht hin. Ohne Wasser. Jetzt frage ich mich halt, wie soll man hier hochkommen? Ach, da ist noch ein Sprungbrett. Nee, das ist das alte. Du sollst wahrscheinlich weitergehen und dann nochmal zurückkommen. Das kann gut sein, ja. Für den P-Switch. Tja. Ich hole das Leben und bring's dir zurück. Das schaffst du. Ich glaube ganz fest an dich. Immerhin einer. Ach, wenn du mich immer enttäuscht, wenn ich das tue. Ja, das liegt so in meiner Natur. Ich wie hast du es gemacht? IEL. Das Ding hier lassen. So. Warten, dass der Sack das Teil schießt. Und dann erstmal so. Genau. Das ist eine sehr gute Strategie. Zertifizierte Luigi-Strategie TMR. Alle Rechte vorbehalten. So. Oh. Gut, ich hab die Pipe gefunden. Verzeihung. Ich lach nicht über dich, nee. Das ist die Gesamtsituation. Ich lache mit dir. Ach scheiße, ich bin ja nochmal dran. Nee, nicht. Teewurst. Genau. Wir sind hier ein jugendfreundlicher Sender. Sonst würde sie auch heißen LPs mit Schiss. Genau. Ich habe kurzzeitig vergessen, was ich hier eigentlich machen wollte. Ach, das passiert mir ständig. Okay. Oh. So viel dazu. Dann muss ich jetzt beeilen. Hui, das war ganz schön knapp, du. Das war beeilt. So, genau. Schön mitnehmen. Und diesmal nicht. Okay, so geht's auch. Oder auch nicht. So geht's nicht. Werde ich jemals diese Pipe erreichen? Das ist natürlich jetzt die große Frage, die uns allen im Sinn steht. Im Notfall, wir wissen, wo wir uns eine Feuerblume farmen können. Das ist korrekt. Dann laufen wir nochmal in die Waldwelt zurück. Und dann brennen wir diesen ganzen Dreck nieder. Ja, dann wird auch aus allem wieder Wasser. Das stimmt. Dann brauchen wir den Wechsel gar nicht, um an den P-Switch ranzukommen. Genau. Wir schmelzen uns einfach einen Weg rein. So, komm, schmeiß deine blöde Shell. Oh, wow. Puh. Ah, warum ist die nicht stehen geblieben? Ich glaube, auf Eis funktioniert das nicht. Cancel, schnell. Load failed, Data Mismatch. Ja, bei mir ist er abgeschmiert. Ja, gut, Leute, gut. Dann würde ich sagen, beenden wir den Part an dieser Stelle. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es ja weitergeht, mit Back to the Classics. In den Kommentaren möchte ich bitte wetten sehen. Ja, ich hoffe es. Bitte wetten sehen.
ob wir es im nächsten Part bis zur Pipe schaffen. Und der Gewinner, der kriegt einen Gruß. Einen schönen Gruß. Das ist doch mal was. Gut, Leute. Genau. Also, bis dann.